So Leute, sind wir beim nächsten Video. Ihr seht es oben schon. Innistrad. Crimson Vow. Ein komplettes Collector Booster. Gott, ich hoffe, es glitzert gleich nicht so schlimm. Wurde mir bereitgestellt von meinem Local Game Store. Von dem guten Fischkrieg. Und ja, das machen wir mal auf und gucken uns mal an, was wir hier so drin haben. Normalerweise bin ich ja nicht derjenige, der Displays komplett auf Kamera öffnet oder auch Collector-Displays nicht. Letztes habe ich durch Gamery gemacht. Übrigens, Kanal des Monats. Wenn ihr noch nicht bei dem vorbeigeschaut habt, schaut bitte bei dem vorbei. Wir machen mittlerweile wieder Radio Hofnica, nachdem ein bisschen Pause war. Entsprechend lohnt sich das auf jeden Fall. Und diese Box, oh mein Gott, ist die hübsch. Die ist wirklich, wirklich hübsch. Krass. Ja, gucken wir uns an, was wir drin haben. Wir müssten zwei Boxstopper. Ja, zwei Boxstopper. Wizard gönnt. Ja, zwei Boxstopper. Einen machen wir direkt am Anfang auf, einen machen wir am Ende auf. Wie sich das gehört. Dann drehen wir das um. Bam. Wie sich das gehört, gucken wir uns einmal den Boxstopper an. Und okay, was bist du? Was bist du? Lucy Arisen Vampire. Gucken, dass ich eine Stelle finde, wo man das Foiling mal seht. Krass. Es ist ein Malicious Invader, 3-3 fliegend. Kriegt plus 2 plus 0, solange ein Opponents. Ah, das ist die falsche Seite, das ist die richtige Seite. Okay. Lucy Westenra, Innocent Traveler, 4 Mana 1-3 zum Upkeep. Kann jeder Gegner eine Kreatur opfern? Nee, irgendeiner. Wenn man das nicht macht, flippt die. Meh. Wahrscheinlich nicht gut. Gucken wir uns an. Wir haben hier auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Produkt. Guckt euch mal dieses Ding an. Wo sind die hergestellt? Die sind doch im Lebtag, sind die nicht in... Na, kommt schon. Im Lebtag sind die nicht in Ding hergestellt. Made in the USA. Da sind sie. Ja, das ist ein... Alter, was ist das denn für eine strange Verpackung hier? Was ist das denn? Alter, ist das heftiges Material. Aber es fühlt sich auch richtig seltsam an. Wow, okay. Das ist ja komisch. Ja, wir haben, wie immer bei so Displays, ich gehe so ein bisschen über die Kamms und Ankamms kurz drüber, aber ich werde nicht jede einzelne bereden, dafür sind es zu viele. Wenn ihr einzelne Beredungen der Karten haben wollt, guckt euch meine einzelnen Booster jede Woche an. Ja, wir gehen ein bisschen durch. Dieses Artwork catcht mich jedes Mal auf gerade. Das ist übrigens das hässlichste Artwork mit diesem Kopf. Lantern of the Lost, cool, kann ich gebrauchen, wollte ich haben. Mountain in Foil und wir haben einen Cemetery Protector. Ist das was für Death in Texas? Nein. 4 Mana, 3, 4 Flash, wenn ein Spielwerk kommt, exilieren wir eine Karte aus dem Friedhof. Immer wenn ein Land ins Spiel kommt oder man eine Karte mit dem Typ shared, castet, die den Typ shared mit dieser Karte, dann kriegt man 1-1 Human. Okay, dann haben wir Scion of Opulence. 3 Mana 3-1, immer wenn der oder ein anderer Non-Token Vampire stirbt, kriegen wir einen Treasure-Token. 2 Mana, wir können 2 Artefakte opfern, um die oberste Karte zu exilen, um diese Karte zu casten. Wir können irgendwelche Artefakte, wir müssen nicht mal Treasure-Token, es sind noch nicht mal Blood-Token. Was ist das denn für ein Vampir? Komisches Ding, ganz komisches Ding. Wedding Announcement, eine meiner Lieblingskarten tatsächlich. 3 Mana Enchantment zu Beginn des Endsteps kriegen wir... eine Einladungsmarke da drauf, wenn man diese Runde angegriffen hat mit 2 oder mehr Kreaturen, zieht man eine Karte, ansonsten kriegt man einen 1-1 Human. Wenn dann 3 Marken drauf sind, transformiert sich das und zwar zu Wedding Festival. Kreaturen, die man kontrolliert, kriegen plus 1-1. Leider ist hier kein Flavortext drauf auf dem Full Art, aber ich mag die Karte trotzdem. Skulking Killer als Ankern. Wow. Danke dafür, Wizards. Danke dafür. Olivia's Attendance. Hübsche Ladies. 6 Mana, 6-6 Menace. Und fügt jedes Mal, wenn sie Schaden zufügt, kriegen wir so viele Blood Token. 3 Mana, wir fügen einen Schaden zu. Oh, hot. Wedding Security in ziemlich kaputt. Das ist ja kacke. Sieht auch sehr strange aus irgendwie. Ja, egal. Und Dracula the Blood Immortal, 3 Mana 3-1 fliegen, kann nicht blocken. Falkenwerfer vorbei. Ich verstehe jetzt hier nicht, warum sie hier nicht den Text ändern konnten. Warum konnten sie nicht Dracula Blood Immortal can't block? Whenever Dracula Blood Immortal deals damage to a player, create a Blood Token. Nein, da steht auf einmal der Falkenwerfer vorbei drauf. Was ist das denn? Wizards. Why? Why?
Das hätte man schöner machen können. Und die haben 4-4 Spirit. Ach, 4-4 Spirit. Und ein Blood-Token. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, okay, der Dracula schmindert dann die Chance, dass wir hier die Talia drin bekommen in voll. Jetzt gucken wir wieder. Alter, Alter, diese Booster. Was ist das? Sind das diese, also wenn wir ein grüner Punkt drauf, das heißt, es ist Plastik drin. Alter, what? Oh, ich hole gleich eine Schere. Alter, was sind das? Wizards, why the fuck ist Booster? Alter, das ist Hammer, hart. Boah, ich hoffe, die normalen Draft-Booster sind nicht genauso. Heilige, ätzend. Skyscap. Der Forest. Hübsch in voll. Und wir haben Change of Fortune. Dieses Fäuling. 4 Mana, Sorcery, wir öffnen unsere Hand ab und ziehen dann für jede Karte, die wir abgeworfen haben, eine Karte. Nicht schlecht. You've discarded this turn. Oh, okay. Okay. Okay, damit kann man bestimmt was Cooles machen. Breath of the Sleepless. 4 Mana Enchantment, immer wenn man Spirit... Nee, man kann Spirits casten, als ob sie Flash haben. Und immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, tappt man eine ungetappte Kreatur. Stark. Bestimmt aus dem Commander-Deck. Dollhouse of Horrors. 5 Mana, Artefakt, 1 Mana, tappen, exilen wir eine Kreatur aus dem Friedhof, kreieren dann, wenn es eine Construct-Token. Hä? Aber wir können nur eine Kreaturenkarte exilen. Da ist es. Wir kreieren einen 0-0 Concept Construct Token, der sagt, this creature has +1/+1 for each contract you control. Er hat die anderen Typen und hat Eile. Krass. Gar nicht mal so bad. Unholy Officiant. Na. Search of the Countless Count Castle. 3 Mana instant. Wir ziehen 3 Karten, werfen dann 2 Karten ab, wir werfen die Hand ab. Hübsche Karte. Wirklich hübsche Karte. Dann haben wir so einen Vampire Dude, der in so einen Vampire Dude geht. Wedding Announcement. Diesmal in voll, hatten wir gerade eben schon. Spirit, Cleric und Blood Token. Ja, irgendwie möchte ich gar nicht, dass die Booster schnell rumgehen, weil jedes Mal, wenn die Booster schnell rumgehen, muss ich das neue Booster öffnen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das hier gerade für eine Qual ist, diese Booster. Alter. Das, wow. Warum? Wolfstrike, Sentry, ein Swamp. Ich finde das nicht so cool, dass sie jetzt hier auch wieder die Dinger drin haben. Okay. Hallo Pack Piper. 4 Mana 2/2 kann nicht gekontert werden. 2 Mana, wir können eine Kreatur aus der Hand ins Spiel bringen. Wenn es ein Wolf oder ein Werwolf ist, dann tappen wir den. Hammergeile Karte mit Daybound. Und in der Nightbound ist es so, wenn diese Kreatur ins Spielfeld kommt oder transformiert wird, gucken wir uns über den 6 Karten in der Bibliothek an, wobei wir nehmen jede Kreaturkarte davon auf die Hand und den Rest unter das Deck. Okay, das ist stark. Predator's Horror. Summoner Sorcery bis zum Ende des Zuges haben Kreaturen, die man kontrolliert. Menace, stark. Oh, Commander-Karte, ich sehe schon. Und immer wenn diese Kreatur im Gegner Kampfstand zufügt, exiliert die oberste Karte des Decks des Gegners Face Down. Wir können diese Karte angucken und sie spielen. Okay, das ist mit Mana beliebiger Farbe. Das ist nicht bad. Das ist wirklich nicht bad, das Ding. Krass. Dann haben wir Glorious Sunrise. 5 Mana Enchantment. Zu Beginn des Kampfsegmentes kriegen Kreaturen +1/+1 und Trampel. Oder ein Land kriegt Tappen für 3 Mana. Oder wir ziehen eine Karte für jede Kreatur mit Stärke 3 oder mehr. Oder wir kriegen 3 Leben. Hier ist Teferi, hier ist Triss, bist du's? Ist das Triss aus Witcher? Ich weiß es nicht. Glamour's Geist. Guest. Nochmal der Dracula. Alter, kann doch nicht sein, dass wir die ganze Zeit dieselben kriegen. Lady. Alter, die Artworks. Ladies. Hübsch. Hübsch. Und voller Art Foil Stormcraft Coast. Kommt enttappt ins Spiel, es sei denn, ihr kontraktet. Kommt getappt ins Spiel, es sei denn, ihr kontrolliert 2 oder mehr Länder. Sehr, sehr cool. Hier haben wir noch einen Wolf mit einem Zombie. Okay, bisher haben wir von denen hier nur Quatsch gezogen. Und es ist überhaupt nicht erfreulich, dass diese Booster so unendlich... Was ist das? Alter, sind die alle so ätzend? Holding Imitation, Lantern Bearers, ganz cool. Und Planes, tatsächlich eine sehr verstörende Planes, wegen diesem Schiffchen da oben in der Luft, wenn ihr mich fragt. Dann haben wir Voice of the Blessed. Das wird eine der besten Karten des Sets sein, meiner Meinung nach. 2 weiße Mana, 2/2. Immer wenn wir Leben kriegen, kriegt der eine +1/+1 Marke. Und solange der 4 oder mehr Marken hat, hat er fliegende Unwachsamkeit.
Und solange der 10 oder mehr Marken hat, hat er unser Stöber. Das ist schon gut. Storm of Souls. Wieder aus dem Commander-Deck. 6 Mana Sorcery. Wir bringen alle Kreaturen aus dem Friedhof zurück ins Spielfeld. Alle von denen ist ein 1-1 Spirit mit Fliegen zum anderen Typen. Danach wird das Ding sehr okay. Strange. Steniza Uprising. 4 Mana Enchantment. Zu Beginn des Endsteps kreieren wir ein 1-1 Human. Wenn man genau dann 13 Permanente kontrolliert muss, kann man das opfern. Wenn man das tut, fügt man 7 Schaden zu. Okay, gut. Ich mag übrigens den Rahmen, falls ich es noch nicht in irgendwie 10.000 Videos erklärt habe. Abraham von Helsing. 3 Mana 1-2 mit Training. Und immer wenn Savior of Oldenbrook, auch da hätten sie Abraham von Helsing draufschreiben können, meiner Meinung nach. Wenn der trains, exilieren wir eine Karte vom Feld des Gegners. Und wenn er Spielfeld verlässt, kriegen alle die Kreaturen wieder. Okay. Blood-Hypnotist und Renfield Delusionist Mina. 3 Mana 2-4. Und immer wenn man eine Karte zieht, exilieren wir stattdessen die obersten 2 Karten unseres Decks. Und wir können diese Karten, die so nicht spielen. Nicht schlecht. Dragon Illusion und ein Blatt-Token. Das hätte auch eine Talia sein können. Ah, diese Booster. Ich bringe sie irgendwann um für diese Booster. Heilige Wizards, ändert das bitte wieder ganz schnell zurück. Das macht null Spaß, die Dinger aufzumachen. Mountain. Cemetery Gatekeeper. 2 Mana 2-1. Erstschlag. Wenn ihr ein Spiel bekommt, exiliert eine Karte aus dem Friedhof. Und immer wenn ein Spieler ein Land oder eine Karte spielt, ein Spell spielt, der einen Kartentyp damit gleich hat, fügt er 2 Schaden ans Spiel dazu. Nicht schlecht, gerade mit dem Land. Markov Enforcer. Hier sind Undown Commander-Karten drin. 6 Mana 6-6. Wenn er ins Spielfeld kommt oder ein anderer Vampir unter eurer Kontrolle ins Spielfeld kommt, fightet der eine Kreatur, den der Gegner kontrolliert. Okay. Immer wenn eine Kreatur, die von ihm Schaden bekommt, stirbt, kriegen Blood-Token. Voice of the Blessed, hatten wir gerade eben schon, diesmal ein Full-Art. Ja, Blood-Hypnotist. Van Helsing, Holy Ward. 2 Mana Enchantment. Und wenn er ein Spiel bekommt, exilieren wir eine Kreatur, die den Gegner kontrolliert. Mana kostet 3 oder weniger. Und solange bis das Spielfeld verlässt. Immer wenn der Gegner einen Vampirzauber spielt, der denselben Namen hat wie die Karte, die eingebrandet wurde, kriegen wir 2 Leben. Stark. Shattered Sanctum. Schwarz-weißes Land, was enttappt ins Spiel kommt, wenn wir 2 oder mehr Länder haben. Cool. Unholy Officiant. Stensis Uprising. Und Wolf, beziehungsweise Zombie. Ja, bisher, ich kann es nicht einschätzen. Alter. Ich kann es nicht einschätzen. Ihr glaubt nicht, wie gern ich jetzt die ganze Zeit über diesen scheiß Booster hier ragen würde. Ihr seht ja, ich musste jetzt gerade hier unten meinen Fingernagel aus Versehen reindrücken. Damit ich das Ding überhaupt aufkriege. Das ist nicht gut. Die Karten und Ankams haben wir da, glaube ich, alle gesehen. Dann haben wir Forest. Dann die Cascades kommen enttappt ins Spiel, wenn wir 2 oder mehr Länder haben. Und blau-grün. Dann haben wir Thundering Nightmare Horse Spirit. 5 Mana 3-3 mit Soulbound. Gibt es überhaupt ein grünes Commander-Deck dieses Mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Solange der gepaart mit einer anderen Kreatur ist, kriegt jede von denen +1/+1, wenn der Gegner ein Spell spielt. What? Soulbound, das sehe ich jetzt erst. Wow, okay. Okay. Ulven, Vault, Oddity. 4 Mana, 4-4 Trampel, Eile. Und auf der anderen Seite ist das Ding ein 8-8 Trampel und andere Kreaturen kriegen Trampel und Eile. Stark. Richtig stark. Gerade für Dracula the Voyager. 4 Mana, 4-4, andere Werwölfe kriegen. An Vampire kriegen +1/+1. Und wenn er stirbt, bringen wir den als eine Draculas Native Earth wieder. Casket of Native Earth, so ist es richtig. Und zu Beginn des Abgibs kreieren wir einen schwarz-weißen Vampir und wenn wir dann 3 Stück davon haben, also 3 von den Marken hier drauf, die wir noch drauflegen, dann kommt transformieren wir den wieder zurück zu Dracula. Sehr cool. Und kleines Geist, gibt es auch noch coole Karten? Geralt, Visionless Stitcher, 3 Mana 1-4 Zombies, die man kontrolliert haben, fliegend. What? Blaues tappen, wir opfern einen Non-Token-Creature und kreieren einen XX-Zombie, wobei X Stärke und Widerstandskraft ist. Und ein Schwein, oh mein Gott. Ist das so ein nackt und rosa Ding, ja? Alter, ich will schon gar nicht mehr diese Booster aufmachen. Komm schon. Was ist das? Willst du jetzt mit einer Schere, musst du mit einer Schere aufmachen, meiner Meinung nach? Wenn ich jetzt eine Schere da hätte. Noch 4 Booster, dann haben wir noch keine Schere. Traveling Minister. Dann haben wir Swamp. Und Angel, Might of Dishonor, 4 Mana, 4-5, wow. Und wenn die oder ein anderer, was?
Wenn die und oder eine oder mehr andere Vampire, die man kontrolliert, ins Spielfeld kommen, kreieren wir einen Blood-Token. Nur einmal pro Runde. Und für 2 Mana können wir eine Kreatur opfern und ein Blood oder ein Blood-Token. Und jeder Spieler will 2 Leben, wir kriegen 2 Leben. Stefan Maurer Progentior. Das ist der Face Commander, oder? Stefan war doch auch im letzten Set drin. 4 Mana 3-2 fliegen zu Beginn jedes Endsteps, kriegen wir einen Blood-Token für jeden Spieler, der in diesem Zug Leben verlieren hat. Und immer wenn Stefan angreift, kann man 2 Blood-Tokens opfern. Wenn man das tut, kriegt man einen Vampir aus der Hand ins Spielfeld, getappt, angreifend. Okay. Patchwork Crawler, 2 Mana 1-1 für 3 Mana exilierte Kreatur aus dem Friedhof. Der kriegt eine plus 1 Marke. Nicht so geil. Aber der hat alle aktivierten Fähigkeiten von Kreaturen, die er exiliert hat. Sehr geil. Sehr, sehr gut. Innocent Traveler, das ist die da. Wir haben jetzt auch aufgehört, die da reinzulegen, also können wir die auch oben drauflegen. Dann haben wir Dr. Johnson Severed. 3 Mana 2-2 mit Training. Immer wenn ein Kreatur ins Spiel gespielt wird, kriegt man 1-1 grünen Human. Und wir haben Quincy Harker. 2 Mana 1-2 kriegt +3/+3, solange 3 oder 4 oder was? Solange da 4 oder mehr Kreaturen im Friedhof sind, tappen für Mana mit der Farbe. Und Savior of Olmbrook, den hatten wir auch schon in der Special Art. Boah, der glitzert aber hart. Heilige. Und Treasure, beziehungsweise ein roten Wolf. Roter Wölfe sind natürlich, ich weiß gar nicht, was in diesem Set roter Wölfe macht. Aber sie existieren. Anscheinend. Oh, Mann. Copy, das sieht richtig cool aus, die Copy. Die sieht richtig cool aus. Ja, Reckless Impulse. Gift of Fangs ist eine coole Karte. Mountain. Bei Imitation Only. 5 Mana, man sucht nämlich eine Zahl aus zwischen 0 und 13 und jeder Spieler macht so viele Kreaturen davon. Bestimmt ein Commander-Ding. Disorder in the Court. Okay, ein blaues, ein weißes und X. Wir exilen X Kreaturen und investigaten X Times. Dann bringt man die Kreaturen getappt unter die Kontrolle des Besitzers im nächsten Endstep wieder. Das ist bestimmt so ein Commander-Ding. Ladies, Creepy Puppeteer. 4 Mana 4-3 Eile. Und immer wenn sie angreift und man genau mit einer Kreatur in diesem Combat angegriffen hat, dann kann man ihre Combat ihren Stats zu 4-3 werden lassen. With one other, okay. Also kann man mit 2 4-3ern angreifen. Not bad, Markov Walzer. Dann haben wir Mysterious Blood Illness. 3 Mana Vampire Vengeance fügt 2 Schaden an jedem Nicht-Vampir zu. Create a Blood Token. Auch hier hätten sie den Namen ruhig reinmachen können. Dann haben wir Halona und Eleanor Partners. 4 Mana 2-3 Erstschlag. Erstschlag, Reach, okay. Also, wie heißt Reach auf Deutsch? Schreibt mir mal in die Kommentare. Zu Beginn jedes Combats in eurem Zug kriegt ihr X +1 Marken, wobei X die Anzahl auf eine andere Kreatur, wobei X die Anzahl an Power von denen ist. Diese Kreatur kriegt Eile, das heißt, sie hat dann +2 und Eile. Okay. Guest und Hullbreaker Horror ist, glaube ich, die teuerste Karte im Set aktuell. 7 Mana, 7-3, also von den Rares. Flash kann nicht gekontert werden. Immer wenn man einen Spell castet, kann man 1 aussuchen. Man bringt einen Spell, den man nicht kontrolliert, sogar auf die Hand. Oder man bringt einen Non-Land-Permanence auf die Hand. Stark. Und hier ein 1-1 Human, beziehungsweise eine Copy. Stark. Sehr, sehr starke Karte. Habe ich auch nicht am Schirm gehabt, als die Pre-Season kam. Hier ist aber auch nirgendwo so ein Strip zum Runterreißen oder so. Hier ist nichts. Ey, wie ätzend. Ich meine, das fühlt sich an wie diese Booster im Pre-Release-Kit, die so ein bisschen weniger Plastik drin haben. Aber wenn das so wäre, dann hätten sie das ja draufgeschrieben, weil damit wollen sie natürlich angeben, was ich verstehen kann. Washaway übrigens auch eine der teuersten Ankams. Sehr cool. Island. Ill-Tempered Lunar. 4 Mana 3-3, wenn der Spieler Schaden zufügt. Aber wenn er Schaden kriegt, macht er so viel Schaden auf einem eigenen Target, kriegt +2/+0, bis man zu 2 Mana mit Daybound. Und bei Nightbound ist der ein 4-4er, der den Effekt hat. Wenn immer Permanent You Control, das ist natürlich strong. Das ist wirklich strong. Timin, Jauful Geist, 5 Mana, 3-4, Partner mit Roder Geist Eventor. Es gibt Partner. Cool.
Fliegend zu Beginn jedes Combats tappen wir eine Kreatur, die Gegner kontrolliert. Keul. Bei Mutation Only hatten wir auch schon. Der Guest. Ja, danke dafür. Danke, danke für nichts. Einfach danke für nichts. Das ist wiederum besser. What the fuck? Was ist mit dieser Karte? Was ist mit dieser Karte? Warum haben wir die so oft? Averbrook. Caretaker. 6 Mana, 4-4 Hexproof. Zu Beginn des Kampfsegments können wir 2+1/+1 Marken auf eine andere Kreatur legen. Mit Daybound bzw. Nightbound sagt die halt andere permanent, die man kontrolliert haben, Hexproof. Und diesem kriegt halt +2/+2 Counter drauf und sie hat selber auch Hexproof. Super brokene Karte. Wirklich brokene Karte. Habe ich im Limited gegen gespielt. Beim Pre-Release keine Chance. Absolut keine Chance. Toxic Scorpion. Dann, oh, hier übrigens, diese Katze. Sie ist so süß. Diese Katze ist so süß. Planes. Dann haben wir nochmal die Coast. Davon haben wir echt eine Menge. Priest of the Blessed Grave. Grave? Of the Blessed Grave. 3 Mana, 1, 2 zu Beginn auf des Endsteps kreieren wir X Spirit Tokens. So bei X die anderen. Wobei X die Anzahl an Gegnern ist, die mehr Länder haben als du. Commander-Dinge. Howling Moon, 3 Mana zu Beginn des Combats können wir einem Werwolf oder Wolf +2/+2 geben. Und immer wenn der Gegner einen zweiten Zauber in einer Runde spielt, kriegen wir einen Wolf. Das ist eine coole Karte. Hätte ich damals in meinem Werwolf-Deck gerne gespielt. Das existiert aber nicht mehr. Hacker's General, 2 Mana. Ist eigentlich Investigator's General. Und wenn es ins Spielfeld kommt, kriegt so viele Suspect-Counter drauf, wie die größte Anzahl an Kreaturen, die ein Spieler kontrolliert. 2 Mana, wir zu eine Karte ziehen, wenn wir eine Marke unternehmen. Oder für 2 Mana können wir das Ding opfern, um eine Karte zu ziehen. Okay. Okay, ich sehe das. Shattered Sanctum, auch in voll. Das ist, also diese Länder haben wir echt eine Menge vorne in diesem Ding gehabt. Aber von den Dracula-Karten, die ich eigentlich interessanter finde, ich weiß, sie sind weniger wert, aber ich finde sie interessanter, haben wir zu wenige. Vor allem haben wir diese eine nicht, die ich haben möchte. Ich will Talia haben. Ich will doch nur eine Talia haben. Swamp. Curse of Hospitality. 3 Mana. Curse. Mein enchanteten Spieler und Kreaturen von diesem enchanteten Spieler haben Trampel. Und immer wenn der enchantete Spieler Schaden dann. Nee, immer wenn eine Kreatur einem enchanteten Spieler Schaden zufügt, kann man die oberste Karte des Decks aufdecken. Und kann, wenn es eine Kreaturenkarte ist, kann man sie spielen. Und ja, Mana will ich habe. Und es ist so, dass Kreaturen, die den Spieler angreifen, der gecursed ist, die haben Trampel. Das natürlich macht mehr Sinn bei einem Curse. Artillery. Alchemie, 3 Mana Enchantment. Wenn ein Spiel kommt, kriegen wir einen Blood Token für jeden Gegner, den wir haben. Blood Tokens sind Ausrüstung, die +2/+0 geben und da können wir 2 haben. Okay, cool. Dying to Surf, 3 Mana Enchantment. Immer wenn man eine Karte abwirft, ein oder mehr Karten, kriegt man einen 2-2 Zombie. Only once per turn. Das ist doof. Oh mein Gott, ich sehe sie, ich habe sie gesehen, aber sie ist non-foil. Nein! Search, ich habe sie gesehen, oh nein, warum ist sie non-foil? Ich brauche sie in voll. Und ich will die andere auch haben. Mark of Putrefire. Lantern Flare. Cleave. Wunderhässliches Cleave. Ein weißes, ein farbloses Instant. Cleave fügt X Schaden an einem Spieler oder einer Planeswalker zu und ihr kriegt X Leben, wobei X die Anzahl an Kreaturen ist. Ihr könnt aber auch ein weißes, ein rotes und X bezahlen, um mehr Schaden zu machen oder anderen Schaden. 1-1 Vampire mit Lifelink und ein Zombie. Und dann kommen wir zum Boxtopper. Talia. Das wäre der Hammer. Ich würde mich so drüber freuen, wenn hier einfach die Talia drin ist. Und zum Ende des Videos. Dr. John Servant. Haben wir schon. Doof. Danke dafür, dass ich das Booster aufmachen durfte, das Display aufmachen durfte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gewöhnt euch nicht zu sehr dran. Displays sind bei mir rar gesät. Dafür verdiene ich nicht genug. Aber danke nochmal an Fischkrieg, dass ich das bekommen konnte und aufmachen konnte. Sorry für die ein bisschen bewegende sich Kamera. Mir ist immer wieder im Video aufgefallen, dass die Kamera ein bisschen runtergeht, aber ich habe es nicht geschafft, das aufzuhalten. Dementsprechend, ja, hoffe ich, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Nahblackseed. Ciao, ciao.